Moin Leute, Thomas hier. Willkommen zum nächsten New York Vlog. Heute ist sehr, sehr geiles Wetter hier. Wir sind im Central Park. Der Central Park ist riesig. Um den einmal durchzulaufen, brauchst du irgendwie 2 Stunden und der ist auch noch ultra breit. Wir sind hier mit Rumatra, der Strobel. Kuba ist auch noch da. Der muss gleich sein Taxi. Den letzten Mal hat er schon seinen Flug verpasst. Vielen Dank für das super geile Feedback. Ich sehe das immer. Ihr feiert die Vlogs sehr, die New York Vlogs. Freut mich. Super. Ich stream jetzt nicht mehr. Ich mache jetzt lieber einen Vlog. Alter! Herzlich, das Haargummi von meiner Freundin. Ich hab das Haargummi genommen. Fühle ich gar nicht, Digga. Nicht? Nee, überhaupt nicht. Ihr könnt ja mal gerne sagen, ob es fühlt oder nicht. Ich Chat, geil. Hoffentlich hören wir nichts mehr von dir. Falls wir dich in 4 Stunden wiedersehen, weil du wieder hierher kommst. Denke nicht. Okay, gut. Dann bleib ich hier. Dann bleibst also du hier? Wirklich dann, wenn ich wirklich den Flieger nochmal verpassen sollte, dann lebe ich hier in New York. Das macht ja keinen Sinn. Geil. Das ist ja quatschig. Dann bleib ich einfach hier. Ey Leute, Kuba ist ein super Typ. Schaut auf jeden Fall auch mal bei Rumatras YouTube-Kanal vorbei. Gut. Hau rein. Oh, hau rein. Mach's gut. Hat mich gefreut. Danke für alles, Bro. Klar. Mach das jetzt mal ab da oben den Zopf. Nee. Hau dir das rein. Das ist aber das ist doch sicher voll eklig, oder? Nein, das, ist, das schmeckt überhaupt nicht nach Klo. Das ist mega lecker. Und wie ist es? Oh, Chlorig trotzdem. Chlorig! Ja, vielleicht haben wir richtig Glück und so. Wir finden so ein Ding neben unserem Lager in Kanada. Das wäre auf jeden Fall praktisch, ne? Ey Leute, komplett New York besteht aus Essenslieferanten, aus Uber-Fahrern und aus Leuten, die mit Hunden von den Menschen Gassi gehen. Sehr artige Hunde. Das sind locker 25 Feinis auf einem Schlag. Die hat die kleinen Hunde, er hat die großen, er hat die mittleren und er hat auch noch irgendwie nochmal die kleinen. Oh, den Pudel mit den orangen Haaren und dem Hoodie finde ich sehr hässlich. Also von allen Hunden, von den 20 Hunden finde ich dem irgendwie, weiß ich nicht, der gefällt mir gar nicht. Wir sind jetzt gerade vorbeigekommen, hier ist ein komplettes Fußball-Trainingslager aufgebaut. Aber hier ist weit und breit keiner, dem das gehört. Wollen wir ein bisschen üben für die neue Saisonvorbereitung jetzt mal kurz? Das Ding ist, das gehört hier irgendjemand, Junge. Ja, wenn wir ein bisschen, der Ball geht ja nicht kaputt, wenn wir kicken. Hier, Romata, halt mal. Setz dich die Caps sogar so auf. Wir sind aufgestiegen, nicht nur mit der Mannschaft in die Liga, sondern wir haben so ein Ansehen bekommen beim SC Viktoria. Wir sind jetzt von der 8. Herren, haben wir uns verwandelt in die 5. In die 5., ne? Oh, wir spielen jetzt 9. geil. Liga in Hamburg, 5. Herren. Wir müssen gehen, da kommt... Ja, da ist der Typ, der... Wir können hier doch nicht. Wir müssen hier weg. Ah, okay. Oh! Okay. He doesn't hit anyway. It's fine. Ich hab getroffen. Das ist echt. Ja. Oh nein! Oh Mann! Jetzt ärgert es mich, dass ich noch nicht live bin. Mann, wir sind den ganzen Tag noch unterwegs. Was ist das hier für ein scheiß Boden? Ich dachte, der Central Park ist geil. Oh Mann. Ja, aber warte mal, stopp mal ganz kurz, ich hab getroffen. Was machst du? What the fuck? Ich hab kein Tempo und ich hab Heuschub, was soll ich dir sagen? Iu. Hey, das ist hier ein Ausblick. Jetzt ahnst du mal, wie groß der Central Park ist, wenn das so der kleine See ist. Das sieht heftig aus. Das ist der kleine See? Nein, das ist der große See. Ja, aber... Das ist so random. Mitten in der Stadt, das ist so krass, ne? Bro, das sind 1000 Meter hohe Gebäude. Ich verstehe, das ist auch für Hunde, du kannst einfach ruhig trinken. Ja. Du musst aber, glaube ich, von da unten trinken. So Leute, Rumatra hat direkt wieder, er ist so ein verrückter Wissenschaftler, er hat Luft- und Raumfahrttechnik studiert. Nächste Idee für Seven vs. Wild, für die Flasche, ist einmal Köder mitnehmen, ja, dass wir Fallen machen können für Kaninchen. Wir nehmen nur einen ganz kleinen Köder mit, was die riechen, damit sie wirklich, ja, in die Falle reinlaufen. So, und jetzt der Samencall. Rumatra möchte... Ja, sag. Okay, also du hast 4 Samen, die kannst du anpflanzen und die sprießen nach 3 Tagen und sind nach 6 Tagen essbar. Das heißt, wir können alle Lücken mit Chiasamen füllen und die anpflanzen. Wir können einen Garten machen. Und nach 7 Tagen haben wir dann so Chiasamen, die wir essen können einfach. Das ist doch übel geil. Ist wie Kresse oder was? Ich glaube, es ist so wie diese Samen, die so im Asiatischen drin sind. Checkst du? So, ja, ja. So wie Sojasprossen? Sojasprossen. Finde ich sogar lecker. Genau. Ist das geil, eine gute, oder? Idee? Wieso hat noch bisher bei keiner bei Seven vs. Wild gelandwirtschaftet? So, wir steppen hier durch den Wald. Frag mal nach einem Foto. Du sagst so, ich kann doch jetzt hier nicht Leute mit meinem Handy, die filmen mit dem Livestream, ja, und die nach einem Foto fragen. Sag ich, doch, mach das doch einfach, mach das geheim, das merkt keiner. Dann gehen wir zu den Leuten, die direkt neben uns stehen. Hey, could you take a picture of us, please? Dann sagst du, wir können Deutsch sagen. Die haben alles gehört. Die haben es genau gehört, dass du mit deinem Livestream da jetzt hingehst und die filmst und nach dem Foto fragst. Die haben alles gehört. Geil. Hey, runter ist viel schwerer als hoch. Für Strohbach ist das bestimmt wieder den Spielverderber. Da hinten auf dem Felsen, da haben letztens übel Leute gechillt. Da wollen wir hin. Bist du down, Chef Strubel? Wir kommen wieder hin. Ja oder nein? Ja, wir kommen wieder hin. Ja oder nein? Die Frage ist, wieder wir testen gerade, ob du ein Spielverderber bist oder nicht. Ich wäre dabei, wenn wir nicht wieder den ganzen Weg zurücklaufen müssen. Oh mein Gott, Rumatra, guck mal, wie viele Schildkröten hier sind. Oh mein Gott, wie geil.
Das sind Rotwangen-Schmuckschildkröten. Pass auf mal, dass sie steil nicht hinfallen. Wir haben zu Hause 3 Schildkröten. Das war doch klar wieder. Du siehst auch aus wie so ein Schildkrötenbesitzer, finde ich. Guck, wie viele auch im Wasser sind, die krass. Jetzt sind Schildkröten runtergeklettert. Die haben keine Angst. Ich stehe direkt neben denen. Oh, da sind noch viel mehr. Cool. Es zieht gerade richtig böse zu. Wir wollten noch Basketball spielen, alles gehen. Das könnte jetzt schwierig werden. Da ist noch gut. Da wird es sehr dunkel. Das donnert wie Sau. Vielleicht gehen wir dann noch shoppen. Umstyling machen. Hier ist so ein richtig ranziger Essensstand. Den finde ich hier in New York ganz schrecklich. Bei allem Respekt, aber das ist wirklich abartig. Angetrieben von einem Dieselgenerator. Und für 20 Subgirls würde ich schon so ein Ding bestellen und zur Hälfte essen. Was soll das für Fleisch sein? Ja, aber du musst es auch hier gibt essen, es doch nicht mal ein Gesundheitsministerium. Der könnte jetzt hier eine gepresste Fledermaus und ein Opossum verkaufen mit Käse füllen. Und keiner würde ihn daran hindern. Das stimmt. Aber es ist halal. Okay. Hälfte nur. Okay, Hälfte wird Cheese Hotdog und 20er Subbombe. Okay. Und du holst dir das? Ja, ich kauf dir das. One Cheese Hotdog, please. Das letzte Cheese Hotdog wurde vor 4 Monaten bestellt. Echt? Ja, ja, steht da vorne. Er hat das, oh mein Gott, er hat das eine Sekunde auf seinen Grill gelegt. Er ist, glaube ich, jetzt schon fertig. Oh mein Gott, ist es schon fertig? Ist es schon fertig? Was? Ist es schon fertig? Was? Ist es fertig? Ist es kalt? Alter, es war, ohne Witz, es war 6 Sekunden auf der Herdplatte. Das sieht schon und denkt sich, oh geil, das esse ich jetzt. Schmeckt nicht? Wieso? Schmeckt das? Ist kalt? Ich kann den Geschmack nicht definieren. Das ist aber kalt? Schmeckt nicht nach Hotdog. Ist kalt? Ja. Ist kalt, Diggi? Ein bisschen warm. Oh mein Gott, da ist Gelee drin. Oh mein Gott, das ist Sülze. Das ist Sülze! Ich sag, das wird seit 14 Tagen geheizt im Heizschrank und du isst es jetzt. Hallo. Gib mir schnell das Hotdog, das schmeckt keiner. Ich will ihn aufsteigen jetzt. Jetzt will ich ihn aufsteigen. Der ist wirklich sehr süß. Der hat weiches Fell. Oh. Er will dein Essen. Er will dein Essen. Er ist nur so freundlich, weil er dein Essen will, ne? Oh. Alter, Leckerlis für Strubel, geil. Das hat er mir mit. Hast du Leckerlis von der Frau bekommen, für Strubel? Ja. Geil. Super. Super cute. Er will nicht weg. Stefan, du musst so mit dem Hund rausgehen. Oh, sie halt das Leckerli vor, damit er weg ist. Ja, das ist Leckerli, das macht sich großartig. Oh, okay. Haust dir rein, hau es dir rein. Und muss sagen, lecker, wenn du abgebissen hast. Du musst es sagen. Sag es einmal. Sag einmal, dass es überraschend lecker schmeckt. Mann, was eine Wurst. Ist das lecker. So, direkter Tapetenwechsel. Hier ist schon wieder viel geileres Wetter, aber auch viel windiger. Wir sind jetzt hier im Hudson Yard. Und hier gehen wir jetzt in die Shopping Mall. Und wir müssen unbedingt Chef Strobel neue Klamotten kaufen. Der braucht ein Umstyling. Ich habe mir erst letztes neu gekauft. Das weiß ich doch. Ich brauche unbedingt eins. Ich trage seit 2,5 Jahren die gleichen. So Leute, wir sind jetzt hier in einem komplett vollen Starbucks. Und Martha schreit jetzt Clash of Clans. Ich zeige euch wieder Clash of Clans! Die gucken. Da ist sie wieder. Wie heißt sie nochmal, Romatra? Zebaya. Zebandia. Ja, die macht einfach für Werbung für Louis Vuitton und direkt daneben ist Bulgarien, sie macht für beides Werbung. Die macht hier auch für Telefonanbieter Werbung, die macht für ein Wasser Werbung, ja. Die hat für einen Schreibwarenladen Werbung gemacht, die macht für jedes Modelabel Werbung und für jeden Schmuck. Digga, wie hat Spider-Man sie geboostet? Wir gehen jetzt mit Louis Vuitton rein. Ich habe schon in meinem Leben 20 Mal versucht, was bei Louis Vuitton zu kaufen, weil alle meine Kollegen, alle tragen Louis Vuitton. Aber bei mir ist das so unauthentisch und scheiße und ich sehe aus wie der größte Wichser. Ich wollte mir die College-Jacke angucken, die kostet 6.500 Dollar. Man darf ja eigentlich nicht filmen. Ich habe hier ein Shirt gefunden. Das probiere ich jetzt an. Das kostet 1000 Dollar. So eine Scheiße. Sieht nicht gut aus. Kein geiler Schnitt leider. Kragen ist auch zu hoch. Das war Versuch Nummer 21 bei Louis Vuitton was zu kaufen. Wieder fehlgeschlagen. Wir gehen wieder raus. Aus welchem Anime ist das, Romatra? Bleach. Bleach? Bleach. Aber das hier finde ich gar nicht so. Das ist gar nicht so schlecht mit dieser riesigen Klinge da oben drauf. Okay. Ja, dann nehme ich das einfach. Okay. Ist das die richtige Größe? Und das ist zu viel Anime, sagt sie. Das ist zu viel Anime. Ja. Selina meint, es ist zu viel Anime. Das ist zu viel Anime wiederum. Okay, dann let's go. Ey, das ist ja hier ultra magisch. Romatra muss das einfach reinlegen, das T-Shirt. Dann analysiert die Kasse das automatisch, welches T-Shirt das ist. Ich schenke Romatra das Shirt. Danke für das Beat-Shirt, Max. Oh, cool. Also das Wichtigste ist, dass man hier keinen Scheiß baut. Wenn man woanders im Land ist, dass man sich einfach benimmt. Das ist ja voll schnell. Okay, let's go. Alter, der Strobel, du siehst total komisch. Oh mein Gott, du bist auf der falschen Rolltreppe. Der Strobel, da kommt jemand. Schnell hoch, schnell! Das sieht übertrieben anstrengend aus. Du bist jetzt mal 2 Stufen. Du bist auf der falschen Rolltreppe. Du bist auf der falschen Seite eingestiegen. Wir sind im Spielzeugwarengeschäft. Hier gibt es ein handausgerolltes Piano. Und das ist so eine Mistqualität. Scheiße, wer den Song trotzdem mal kennt, ist geil. Wer den Song erkennt, ist gut. Ich bin dran, du bist dran hier. Ich spiele einfach doppelt. Ja, ich spiele doppelt, ne? Ja.
ist trotzdem eine gute, Wer die Songs erkannt, schreibt es in die Kommentare, ihr könnt damit nichts gewinnen. So, hier ist Shake Shack. Haben alle empfohlen, unglaublich viele Zuschauer haben Shake Shack empfohlen. Ich fand ihn scheiße, Romatra fand ihn scheiße. Kevin fand ihn scheiße. Wie fandst du Shake Shack? Pommes, ganz katastrophal. Als ich Zuschauerempfehlungen gefragt habe, kam als öftest ein Shake Shack. Ich finde alle anderen besser. So, wir wollen eigentlich weiter was essen, aber Shashru wollte jetzt hier unbedingt einmal klettern. Ich bin ein Gorilla, hat er gerade gesagt. Shashru, wir müssen weiter, warum musst du denn immer klettern, Mensch? Vorsichtig, Chef, vorsichtig! Was machst du da, Junge? Oh, was denn? Was machst du? Klettern. Digga, das ist echt krass, was du da machst. Mach mal bei Ninja Warrior oder so mit. Und jetzt alle. So, wir machen jetzt hier den Vlog zu Ende. Die anderen laufen gerade alle weg. Shoppen war nicht so erfolgreich. Wir haben für Romatra nur ein Anime-Shirt gekauft und ein USB-C-Kabel. Und dann gehen wir gleich alle zum Sport. Das wird aber die nächste Vlog-Folge sein. Wir gehen jetzt hier im 11. im Hochhaus trainieren bei so einem sehr, sehr geilen Sport. Da sind teilweise unglaublich kranke Leute unterwegs. Irgendwie so NBA-Spieler, 2,13 Meter groß, stehen nur aus Muskeln, mal gucken. Aber das wird der nächste Vlog sein. Danach wollen wir noch Rahmen essen gehen und so. Basketball spielen mit den Leuten in New York werden wir auch noch machen in Zukunft. Kommen noch sehr viele, sehr geile Vlogs. Wenn ihr die verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren. Macht noch beim Instagram-Gewinnspiel mit. Ihr könnt einen Ford Mustang GT gewinnen im Wert von 60.000 Euro. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Meinung sehr gerne in die Kommentare. Tschüss.